vor der Friedrich-Werderschen Kirche. Am 23. Juli 1937 wurden 8 führende Vertreter der bekennenden Kirche der Altpreußischen Union in dieser Kirche verhaftet. Wenige Tage später, am 1. Juli 1937, folgte die Verhaftung Pastor Martin Niemöllers, der nach Untersuchungshaft, Prozess und Einkerkerung in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau erst 1945 befreit wurde. Unweit von hier, an der Stechbahn 3, befand sich von 1939 bis 1940 das Büro Pfarrer Grüber, das vielen rassisch Verfolgten solidarische Hilfe zu leisten vermochte. Jede Kirche erzählt ihre ganz eigene Geschichte, nicht nur die Geschichte der berühmten Baumeister, vor allem die Geschichte der Menschen, die sich anstiften ließen, von dieser Botschaft des Friedens und der Gerechtigkeit zu zeugen. Wahrhaftigkeit, keine falschen Zeugen, Mitläufer, Menschen, die nicht aufhörten, gegen staatliches Unrecht und ideologische Verblendung ihre Stimme zu erheben. Und wenn es die Stimme des Gebetes war. Sie nahmen für ihre Überzeugung Folter und Tod in Kauf, so wie heute viele Menschen auf der ganzen Welt für ihre Überzeugung Folter und Tod in Kauf nehmen. Und jede Kirche erzählt eine Geschichte von Verfolgung und Folter und Tod. Und sie schlugen ihn mit Fäusten, heißt es in der Passion, etliche aber schlugen ihn ins Angesicht. Es sind nicht nur die Geschichten, die in diesen Mauern geschahen, es sind auch die Gebete, die für die Folteropfer in aller Welt Sonntag für Sonntag durch diese Stadt klingen. Es sind die lauten Rufe gegen zynische Entrechtung der Menschen, die am Rand stehen, weil sie weniger haben, weniger nach den Maßstäben dieser Welt. In den letzten Kriegstagen wurde diese Kirche 1945 zerstört. Wenige Tage zuvor hatte die Gemeinde hier noch Gottesdienst gefeiert, gesungen und gebetet und vergib uns unsere Schuld. Bis zum Palast des Hohen Priesters und ging hinein und setzte sich zu den Knechten, um zu sehen, worauf es hinaus wollte. Die Hohen Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Zuletzt traten zwei herzu und sprachen, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Und der hohe Priester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert, was bedürfen ihr weiterer Zeugen, siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Da spielen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten, einige aber schlugen ihm ins Angesicht und sprachen, weissage uns, Christus, wer ist's, der dich schlug?
weitere Strophe von Paul Gerhardts Passionslied hier vor der Friedrich-Werderschen Kirche anstimmen. Die fünfte Strophe, abgedruckt in ihrem Begleiter. Lassen Sie uns nun dem Kreuz folgen zum Französischen.